Gut, wollt ihr euch noch mal setzen vielleicht? Also der Applaus bedeutet, ihr seid durch die Bemessung durchgekommen. Wir müssen alles hier aufarbeiten, oder? Weil Bemessung ist das giftigste Wort in der Christenheit. Dafür hasst man uns. Aber was wir jetzt gerade gemacht haben zusammen, war Bemessung, nichts anderes. Du spürst in deinem Herzen, dass es gut ist. Wer hat das gespürt? Dass es gut ist, dass es echt ist. Das spürt man hier drin, oder? Das war Bemessung, nicht mehr, nicht weniger. Es gibt Leute, wenn ihr jetzt gesagt hättet, willst du meine Putzfrau werden? Oder? Dann hättest du gespürt, irgendwas hängt hier schief. Das wäre in deinem Herzen runtergegangen. Wetten? Vor allem, wenn es so gemeint hätte, dann, wow, was geht hier ab? Dem sagen wir Bemessung nicht bestanden, geh nochmal über die Runden, was stimmt hier nicht? Dann sagen wir nicht wir, was nicht stimmt. Okay, ich wollte das kurz einflechten, weil wir haben immer wieder viele Leute, die das nicht verstehen. Und so kannst du es ganz einfach verstehen. Das war jetzt Bemessung. Du selber hast bemessen und ihr seid durchgekommen. Jetzt behalten wir uns das jetzt, das speichern wir jetzt und jetzt gehe ich darüber. Dann machen wir nachher, jetzt wollen wir euch ein bisschen reden hören. Sie haben sich auch entschieden, diesen Weg. Kommt ihr ein bisschen da zum Licht? Ja, Miss Bimbi. Ich habe mich vor über 6 Jahren nicht in deine äußere Schönheit verliebt, auch wenn sie die schönste ist. Und auch nicht in deine geniale Stimme, die beste ist. Ist wirklich so. Sondern ich habe mich in dein Wesen verliebt, in dein Sein, wie du bist, wie fröhlich du bist und wie einfach wie du bist. Das kann man gar nicht so gut beschreiben. Aber es ist einfach wunderbar und ich möchte einfach dir immer der Mann sein, den du dir wünschst, bei dem du geborgen bist, bei dem du dich wohlfühlst, wo du spürst, ich führe dich zum richtigen Ort. Ich habe die Ziele, die verhalten oder die von Gott gesegnet sind. Ich habe mich verliebt in deinen Geist, in dein Streben nach mehr Geist. Und ich liebe dich einfach. Ja, und ich wünsche mir, dass du mich immer lieben kannst. Nicht, weil ich so perfekt wäre, sondern weil ich dir einfach das bin, was du dir wünschst, weil Gott uns so geschaffen hat und ich liebe dich von tiefstem Herzen. Also alles, was du jetzt gesagt hast, hat eigentlich Potenzial, das Mädchen zu heiraten. Willst du das? Alles nur das. Ja, unbedingt möchte ich dich heiraten. Ich möchte dein Mann sein. Ich möchte, dass du meine Frau bist. Gut, dann kannst du das Mikro jetzt übergeben. Ja. Ramon, ich liebe dich so sehr. Ich bin so dankbar, dass ich dich heiraten darf. Danke, dass ich deine Frau werden darf. Ich habe mich in dich verliebt, in dein Wesen, wie du bist, deine Beziehung zu Gott, die hat mich so vom Sockel gehauen. Und wie du das Gute liebst und deine Fröhlichkeit, du glücklich bist und die ganze Atmosphäre immer so Wahnsinn aufmunterst. Es ist so schön. Und deine Schönheit, alles, es ist einfach so. Und deine Romanze. Einfach alles, es ist so perfekt. Und die Liebe, die ich für dich empfinde, die ist gefühlt so groß, dass ich versucht bin zu schwören, dass es ewig hält. Aber ich weiß, Menschen zeigen mir, dass es Prüfungen geben wird und wo die stärkste Liebe geprüft wird. Aber wieder andere Menschen, und da muss ich meine Eltern ganz groß also erwähnen, wie ihre Liebe ist nach 36 Jahren, und ich habe sie noch kein einziges Mal streiten gehört.
oder ein bisschen tot. Kein einziges Mal. Und das will ich auch. Entschuldigung, ich wünsche mir. Nein, deshalb bin ich in großer Zuversicht, dass diese Liebe ewig hält, weil Gottes Liebe uns dadurch trägt und Gott durch uns liebt und das Gesamte sieht. Und ich will mit dir die Welt verändern, Ramon. Und zusammen verändern wir diese Welt. Und ich bete um Gnade, dass wir solche Vorbilder werden wie unsere Eltern. Gott in uns kann das und ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke, dass ich deine Frau werden darf. Ich habe es akustisch nicht ganz mitgekriegt. Hast du es gefragt? Hast du Ja gesagt? Ja, von ganzem Herzen. Schön. Gut, dass auch hier, ihr seht, ihr habt es bestanden, Bemessungen durchgekommen. Ihr merkt, die zwei sind von derselben Rasse, oder? Das ist so was Schönes, oder? Wenn sich dieselbe Rasse findet, gibt es Reinrassige daraus. Also man kann sich nur freuen auf das, was kommt, ja? Wollt ihr noch weiterreden oder soll ich? Also es war überzeugend, wir nehmen das an. Und jetzt machen wir es so, dass ihr könnt euch gleich hier nebeneinander stellen. Ich beginne hier und mache da Fortsatz. Ja. Hier sehen wir deine Werke, Herr. Das sind Dinge, die Menschen nicht zustande bringen. Wir sehen dich fließen in diesen Menschen. Wir sehen die Vereinigung, die durch deinen Geist, durch dein Wesen in ihnen ist. Und wir danken dir für dieses Zeugnis, dass wir spüren dürfen, das ist ein Werk der Reife, das du hervorgebracht hast. Diese Menschen gehören zusammen. So segnen wir gemeinschaftlich diese Leben und versiegeln sie, bis der Tod euch scheidet, seid ihr eins, werdet zu einem Fleisch. Was Gott verbindet, soll und kann der Mensch nicht scheiden. Der Allmächtige segnet euch mit jeder geistlichen Gnadengabe für all die Herausforderungen, die euer harren, im Eheleben, im Familienleben, im Dienstleben, in all den Herausforderungen in der Welt, mit all diesen Konfrontationen, in denen auch ihr immer wieder drinsteht. Wir rufen aus, es ist ein Geist, eine Kraft, eine Macht vom Himmel, die euch zu einem macht. Wir segnen euch in Jesu Namen mit dem einen gemeinsamen Blick, mit dem einen gemeinsamen Wahrnehmen, mit dem einen gemeinsamen Glauben, der unerschütterlich ist gegen alle tosenden Winde, die auch auf euer Leben immer wieder einstürmen. Euer Band reißt nicht. Ihr habt eine gemeinschaftliche Erkenntnis der Wirklichkeit und ihr überwindet jede versuchte Spaltung, jede versuchte Trennung. In jedem einzelnen Fall geht ihr gestärkt hervor und ihr werdet exponentiell gesegnet. Was immer euch angreift, macht euch stark. Ihr erliegt nicht darunter. Und euer Bund ist die Vermehrung der Kraft, die Vermehrung der Gnaden, die Vermehrung der Gaben in eurem Leben. Und ihr seid ausgerüstet mit jeder erdenklichen Fähigkeit, auch eine Familie zu gründen, Prioritäten zu setzen, Kinder zu erziehen, heranzubilden, zu stehen, euer Werk, eure Familie zu verteidigen. Ihr
erkläre euch zu Mann und Frau vor Gott und vor dieser Gemeinde. Amen. Ja, du darfst jetzt das tun, was du nie tun darfst. Ihr könnt euren ersten Ehekonflikt da drüben lösen. Dann seid ihr es dran. Danke für deinen Überfluss, Vater, dass du in diesen Menschen wohnst, dass schon ihr ganzes Leben Parallelen zeigt, die einfach nur erstaunlich sind. Danke dürfen wir unsere Tochter Anna Sophia in Hände geben, in denen wir von dem ersten Moment an wussten, in keine anderen Hände. Das war dein Wirken, das war deine Auswahl und sie hat uns alle glückselig gemacht. Wir danken dir, diesen Schwiegersohn zu bekommen. Wir segnen ihn mit aller nötigen Gnadengabe, aller Fähigkeit, geistgemäß zu führen, von Fall zu Fall zu erkennen, worauf es ankommt, Prioritäten zu setzen, seinen eigenen Lauf zu finden, der ganzen Zusammenarbeit, in der wir stehen, befähige sie beide mit dieser Liebe zu deinen Prioritäten, dass sie nicht durchbrennen in Eifer, in Überarbeitung. Und wenn die Tage herausfordernd sind, lass gerade diese Tage dazu dienen, dass sie umso mehr deine Ruhe kennenlernen, deine Ausgeglichenheit, deine Innenkraft, dein Innenhalt, dass sie keinen Mangel haben an irgendeiner Gnadengabe. So wie sie dich beständig empfangsausgerichtet erharren, dass du in ihnen lebst und in ihnen dich bewegst. Ich segne euch, wir segnen euch mit einem gemeinsamen Empfinden, einem gemeinsamen Wollen, einem gemeinsamen Wahrnehmen, einem gemeinsamen Erspüren der Wege Gottes. Ihr habt ein Feingefühl für den Kairos, für die richtige Zeit, für das Richtige am richtigen Ort, ein Feingefühl für Zeiten und Fristen. Ihr habt ein Feingefühl füreinander und ihr bekommt geöffnete Augen immer tiefer, die euch befähigen, nicht nur eine unerschütterliche Familie zu gründen, sondern auch unerschütterlich im Dienst zu stehen, der niemals eure Zelle, eure Grundzelle rivalisieren oder gar zerstören soll.
seid eingebettet mit jeder erdenklichen Gnade, diesen Gesamtlauf mit uns zu gehen und dabei eure persönliche Geschichte zu schreiben, euer persönliches Kapitel, euer Leben. So segne dieses Paar, segne sie mit allen Gnadengaben, die denkbar sind, mit allen Fähigkeiten, die ihr Weg erfordert. Wie eure Tage, so eure Kraft. Und so erklären wir euch vor Gott und dieser versammelten Gemeinde zu Mann und Frau. Was der Herr zusammengefügt hat, soll und kann der Mensch nicht scheiden. Ihr seid gesegnet, ihr werdet zu einem Fleisch, im Segen Gottes. Amen. So geht's. Wenn der nicht passt, nimmst du den Großen. Das ist ein Problem, ja. Manchmal schwellen die Hände auf. Gut, du darfst die Braut jetzt küssen. Schön, wunderbar. Hat dasselbe Problem hier. Im Start, beide dieselben Startschwierigkeiten, hat sich auch eingehängt. Er an ihrem Haar, sie an ihrem Schleier, oder? Irgendwie so. Gut, also das ist doch wunderschön. Ihr habt das erste Problem schon meisterhaft gelöst. Ihr seid wieder frei. Das war ganz lieb, jetzt euch zuzuschauen. Danke, dass ihr miteinander diesen Weg geht. Danke, Steffi, dass du zu ihm, auch, aber auch zu unserer Verwandtschaft Vertrauen hast, dass du Vertrauen hast, dass du Vertrauen hast. Danke euch Eltern nochmal, die ihr diese große Vorarbeit geleistet habt. Das ist unermesslich, dass Menschen so funktionieren, das kostet einen großen Einsatz und vor allem viel Liebe. Ja. Gut, jetzt übergebe ich wieder unseren Programmleitern. Und setze mich da nach hinten. Danke, dass ihr zugehört habt.